Wir werden heute 24 Stunden nur Paulberger Limo trinken. Ja, let's go! Ja, ich kann nicht mehr, Alter. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute habe ich einen Special Guest dabei und zwar Paulberger Limo. Was geht Freunde? Leute, heute wird es richtig krass, denn ihr habt gerade schon gehört, wenn wir heute Paulberger Limo trinken. Leute, wir werden das Getränk vor allen anderen trinken. Max, zeig mal ganz kurz, welche Sorte du da genau hast. Was ist es? Wir haben hier den Kaugummi-Geschmack. Im Auto ist natürlich auch noch der Pfirsich-Geschmack, den holen wir auch gleich noch. Marvin, ja? Weißt du was? Als Dankeschön schenke ich dir hier die Palette Paulberger Limo. Du bist einer der ersten Menschen, die das jetzt hier trinken können. Let's go Leute, und ich werde das heute 24 Stunden trinken und Max wird es auch richtig wegfetzen und Leontin ist nachher auch noch dabei, Leute, und ja, ich würde sagen, lasst euch jetzt erstmal schon mal ins Auto gehen und liken und abonnieren, Leute. Genau, schaut unbedingt bei Max vorbei und genau, dann alle weiteren Infos gibt es später. Boah, ist die richtig fett. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg, setzen uns mal ins Auto, wenn wir heute erstmal Paulberger Limo wegfetzen. Sind wir gerade noch bei Max im Hotelzimmer. Leute, schaut euch mal diese ganzen Dosen hier an. Wir haben eine Sorte draußen. Max, die sieht richtig krass aus, ey. Also wirklich geisteskrank, Leute. Schaut euch das mal an. Wie viele wir hier stehen haben, fetzen wir auf jeden Fall alle weg hier später, Kappa. Leute, schaut euch mal hier an. Hier wird das Getränk so verpackt, die ganzen Dosen. Vor allem so 12 Dosen. Schaut mal da hinten, wie das so eingewickelt wird. Ey, ich glaube, ich klaue gleich mal so ein Ding hier. Was meint ihr, soll ich das machen, ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. So Leute, wir sind jetzt im Auto und haben hier beide Sorten. Digga, geistkrank. Max, willst du die beiden mal eben zeigen hier? Ja, gerne. Also wir haben hier einmal natürlich den Kaugummi-Geschmack und dann noch den Pfirsich-Geschmack. Ich würde sagen, du kannst jetzt gleich mal für dein Video beide testen und mal sagen, was dir besser schmeckt. Ich fetze sie heute alle weg, sag ich dir. Meinst du? Du schaffst alle heute? Ja, mach ich. Nein, schaffst du nicht. Doch, doch, ich bin krass, glaub mir. Okay, ich bin gespannt. Dann lass doch mal welche mit nach vorne nehmen, dass wir ein bisschen was trinken können im Auto, oder? Das hört sich eigentlich gut an. Ich zack mal direkt mal schön auf hier. Nimm mal zwei mit für uns beide. Ja. So, Freunde, mit dem Auto werden wir jetzt übrigens gleich fahren. Wir können ja mal die Sachen hier rausmachen. Das normale Wasser brauchen wir nicht mehr. Aber ist nicht hier so ein Kühlschrank drin? Ah, ist kein Kühler? Schade. Let's go. Du kannst ruhig hier in die Mitte stellen. Genau, oder packst du da einen Kühlschrank mäßig hin, der keiner ist. So, Freunde, let's go. Wir sitzen gerade im Auto hier in der schönen S-Klasse von Max, sein Chauffeur. Und wir sehen gerade schon, wir haben hier beide so zwei richtig fette Paletten. Ich habe hier Pfirsich am Start. Und ich Kaugummi. Leute, und wir werden hier heute richtig wegfetzen. Und ich würde sagen, jetzt können wir erstmal mein Video das testen hier. Du musst auf jeden Fall gleich sagen, was du besser findest. Design, muss ich sagen, gefallen mir beide richtig geil. Also wirklich richtig gut. Die Kaugummi ist natürlich ein bisschen bunter, ne? Ja, das stimmt schon. Das Kaugummi fetzt halt mehr. Ja. Deswegen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich das Kaugummi nehmen. Aber klar, du kannst ja nicht ein Pink bei einer Pfirsich nehmen. Macht ja keinen Sinn, ne? Aber ja, sind natürlich beide sehr clean auf jeden Fall. Leute, schreibt mal alle unten in die Kommentare. Ihr seht gerade beide Dosen, ganz ehrlich. Welche findet ihr besser? Die hier oder halt die? Leute, ganz wichtig, gönnt euch auch gerne. Max wird euch jetzt mal sagen, ab wann die verfügbar sind. Und zwar direkt am Sonntag, am 29.10. könnt ihr das online auf paulberger.club kaufen. Link ist hier, denke ich mal, in der Videobeschreibung. Ja, in der Videobeschreibung, und seht ihr jetzt hier gerade nochmal eingeblendet. Oder Leute, natürlich auch bei den Supermärkten bei euch in der Nähe. Und zwar ab dem Montag, den 30. geht auf jeden Fall in die Supermärkte rein, Leute. Edeka, Netto, Trinkgut, da sind wir direkt am Start, Freunde. Falls ihr das Getränk noch nicht seht, dann fragt gerne nach. Vielleicht ist das noch im Lager und wird gerade erst noch angeliefert. Wie gesagt, ab dem 30. auch im Supermarkt. Und wer direkt vorab was bestellen will, ab dem 29. Genau, Max. Ich würde sagen, komm, wir fetzen die jetzt mal weg. Ne? Lass mal jeder hier eine Dose nehmen. So, Leute, let's go. Oh, das zischt doch hier. Let's go. Ey, Bro, cheers. Cheers. Paulberger, du bist Bescheid. So, ich trinke jetzt Peach hier. Und ich hier Bubblegum. Das erste Mal, Leute, vor Release, wenn wir die Flaschen trinken. So geil. Boah, ich liebe den Kaugummi-Geschmack. Ich auch. Ich finde das so heftig. 10 von 10. Das ist einfach der offizielle Paulberger-Geschmack. Ja, also ich muss sagen, ich habe richtig Bock. Auch wenn es hier so ein Geschäft gibt. Leute, ich werde alles leer kaufen, so oft. Und ich sage, ich habe ja auch ordentlich noch was. Ich werde heute den ganzen Tag das trinken. Würde ich sagen, ich fette die jetzt auch nochmal. Ich habe die ja schon mal aufgemacht. Boah, ich trinke jetzt auch nochmal hier ein bisschen Pfirsich, ne? Ja, du hast hier auch noch deine Pfirsichdose, ja, Max, ne? So, meine Pfirsich ist auch Let's auf. Go, ich trinke jetzt hier Kaugummi. Ah, ey, ich glaube, wir müssen das mal mischen, ne? Ja, lass mal machen. Ich sag dir ehrlich, die richtigen Paulberger mischen einfach beides. Ich habe eine Idee. Meinst du, mit welcher Sorte kann man lauter rülpsen? Also die haben auf jeden Fall beide ordentlich Sprudel. Geisteskrank. Also, das zischt schon. Ich sag dir ganz ehrlich, Max, ich feiere die beide unnormal. Die sind so geil. Du kannst ja mal eine Challenge machen. Du trinkst eine auf Ex und dann versuchen, nicht zu rülpsen. Mach das mal mit Leontin. Das machen wir später. Leontin, wenn du später da bist, dann machen wir das. Aber was findest du jetzt besser? Boah. Was hast du noch gar nicht gesagt? Also ich muss sagen, Kaugummi schmeckt mir besser. Ja, also das ist nicht geil.
Pfirsich ist halt wie Eistee mit Sprudel. Glaube ich, sind ziemlich viele Fans davon. Und das ist halt irgendwie wirklich so ein, ich finde, so einen Geschmack habe ich noch nie bei einem Getränk gehabt. Also jetzt, ja, ich sage das jetzt nicht nur, weil es mein eigenes ist. Ich kann euch kein vergleichbares Getränk nennen. Das ist so Pfirsich-Eistee mit Sprudel. Aber das hier, Leute, das gibt's nicht. So Leute, wir sind hier gerade auf dem Weg und ich würde sagen, ich fetze jetzt hier erstmal nochmal hier die Limo weg. Ja, die gönne ich mir jetzt richtig, Max. Pass auf. Ja, extra Limo. Ja, mach ich. Boah, das geht nicht. So Leute. Ist die zu sprudelig oder was? Ja, ein bisschen schon für meinen Bauch gerade schon. Ich glaube, ich platze auch gleich. Ja Leute, das ist schwer, das zu trinken und nicht zu rülpsen. Aber ich habe die komplett weggefetzt. Du hast deinen schon weggefetzt, ne? Der ist schon leer, Junge, natürlich. Ey Leute, Max ist so eine Granate, sag ich euch. Der trinkt die weg, als wäre das gar nichts. So Leute, wir sind jetzt kurz auf dem Rastplatz. Und ich fetze das jetzt weg. Natürlich gibt es hier immer die Paul Berger Limo. Ja, gar schon eine ganze Dose geäxt, Leute. So Leute, Max wird jetzt erstmal gucken, ob er hier Glück hat. Haut erstmal direkt 4 Euro rein. So. Max, hol was raus. Hä? LOL! Der macht das von alleine. Nee, ich glaube, du hast irgendwas gedrückt, oder? Nein, nach vorne und nach rechts kann man gehen. Und dann ist er halt auf einmal. Hä? Aber warte, man kann den bestimmt nur einmal. Ich verstehe. Kannst du einmal so justieren, wenn du das machst. Okay. LOL, der greift ja gar nicht richtig zu. Das ist ja voll der Scam, das Ding, ey. Leute, guckt euch das mal an, ey. Ja. Und jetzt greift zu. Digga, also. Das ist wirklich, diese Automaten sind immer abzocken. So ein Beschiss, das Ding, ey. Deswegen, Leute, ganz wichtig, bevor ihr euer Geld in diesen blöden Automaten reinkloppt, ey, das. Kauft euch lieber die Paulberger Limo, habt ihr mehr davon, ne? Habt ihr mehr davon als hier. Genau, komm, wir gehen jetzt weiter. So, Leute, wir fahren jetzt weiter. Jetzt geht's hier weiter. Marc steigt schon ein. Ich fetze jetzt die nächste Limo weg. Boah, ich habe so viele Dosen heute schon getrunken, ey, ist so krass. Let's go, dankeschön. So Max, gönn dir erstmal hier, ne? Ganz wichtig, heute 24 Stunden nur Paulberger Limo trinken. Kein Problem für mich, Junge. Ja, trink mal. Oh, fetzen richtig. Paulberger weg, Power, Junge. Ey, gönn dir mal, halt mal, jetzt film mich mal, ich will jetzt auch mal wegfetzen. Ja, mach mal. Ich fetze jetzt komplett weg. Alter, Bro. Ey Leute, Marvin bekommt gar nicht genug. Boom, Alter. Alles weggefetzt, ey. Das schmeckt aber auch wirklich so feierabend. Das ist so geil, ey. No joke, fetzt deine Oma weg. Let's go. Ich würde sagen, wir fahren erstmal weiter, ne? Der ist so geil. Der ist feierabend. Weißt du, was eigentlich jetzt noch fehlen würde, Max? Was denn? Wenn wir jetzt so eine Blase machen könnten. Alter, das wäre Meta, ne? Da wäre so flüssiges Kaugummi. Ja. So, Leute, der Chauffeur fängt jetzt auch erstmal an, die Paulberger Limo zu trinken. Der macht jetzt auch mit. Der fetzt das jetzt weg. Sehr gut. Von 1 bis 10, eine 9,5. Wow, was? Und schaffen sie jetzt auch die Dose zu exen? Nein. So, du hast ja da den, zeig mal, was hast du da? Paulberger Peach, mach mal auf und fetz den mal richtig weg hier. Soll ich dir helfen? Warte, komm mal her. Oh, Alter, du hast ihn schon aufgemacht, komm mal her. Jetzt fetz den mal weg, guck mal, wie er schmeckt. Und wie ist er? Oh, sag ehrlich, wie findest du den? Boah, sag ehrlich. 10 von 10. Ich fetz jetzt hier Kaugummi weg. Boah, trink mal den. Sag mal, wie der schmeckt. Welchen ist besser? Boah, beide. Sag ehrlich, welcher ist besser? Beide. Dann würde ich sagen, rutschen wir jetzt Wasserrutsche und trinken dabei Paulberger Limo, ja, ne? Let's go, Leute. Okay. Ich grüße meine komplette Mannschaft hier, was seid ihr mit dabei? So, Leute, jetzt geht's los. Ich trinke jetzt Paulberger Limo beim Rutschen. Alter, Leute, let's go, jetzt geht's los. Ja. Ich würde mal gerne wissen, was Lukas jetzt gerade noch, wenn ich das hier wegfetze. Leute, wir sind jetzt hier gerade im Riesenrad drin und natürlich wird die Paulberger Limo hier getrunken. Bubblegum, Leute. Boah, ey, Digga, richtig geil, Mann. Alter, es schmeckt unnormal geil. So, Leute, ich fetze jetzt hier die nächste Limo weg. Ey, ich trinke den ganzen Tag schon die Limos. Du gönnst dir auch eine. Fetz weg, Leontin! Alter, er fetzt ja richtig weg, Leute. Ich gönn mir jetzt auch. Boah, die ist so lecker, ey, Leute. Eine 10 von 10. Schmeckt's? Alter, du kippst hier alles. Ich kann ein T-Shirt. Ey, das sieht aus wie Max, lol. Max hat uns auch eingesaugt gehabt. So, Leute. Ich fetze jetzt weg und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich trinke Paulberger Limo immer noch. Hier immer ein paar Zuschauer. Es geht. Ich würde sagen, wir rutschen jetzt die Rutsche und ich trinke dabei. So,
Let's go, warte! Hey Leute, wir haben jetzt schon ultra spät nachts, Alter. Ich sitze hier wieder im Riesenrad drin. Ich habe den ganzen Tag auf der Kirmes teilweise hier verbracht. Jetzt hält sich nochmal eine Paulberger Limo Bubblegum weg. Hey. Oh, Leute, ich habe jetzt schon heute, ich glaube, 5 oder 6 Liter insgesamt davon getrunken. Ich sag, ey, schmeckt geil, aber Digga, mir ist schon echt langsam echt schlecht, Alter. Ich frage mich, ob den anderen auch schon so schlecht ist, Digga. Boah. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich muss abbrechen, Digga. So, Leute! Jetzt bin ich mein letztes Paulberger Limo hier auf der Kirmes. Ey, ich hab heute, ich weiß nicht, 30 Dosen dafür getrunken oder so. Let's go, die letzte Exi jetzt, Leute. Boah. Ich kann nicht mehr, Leute. Feierabend. Lasst doch mal oben da kostenlos Abo. Ciao.